Zum zweiten Mal lädt der Verein Play for Help zugunsten Familien mit Mukoviszidose-kranker Kinder zum Wok-Rennen. 19 Viererteams lassen sich diesen besonderen Event auf der Olympia-Bob- und Rodelbahn nicht entgehen. Nach entsprechender Einschulung von Birgit und Peter geht es zum Ankleiden und zum Start. Die Teams von Stasny Optik, unter anderem mit einer eigenen Damenmannschaft, Stiftskeller Innsbruck als Mixed-Mannschaft mit zwei Herren und zwei Damen, die karitativen Einrichtungen Soccerteam und Rollrin, Uwok, Tarakaloa, Koteschewitz, Degler Heerart, Merkurmarkt Innsbruck, Management Club Tirol, Polo, Karnecker und Zitervölz stehen zwar mit Respekt am Start, aber bereits nach dem ersten Lauf ist die Begeisterung groß. Trotz leichten Schneefalls sind die Bedingungen ideal auf der Olympia-Bob- und Rodelbahn und es werden Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer erreicht. 19 Gewinner und den sozialen Zweck als großer Sieger. Nach dem Adrenalinschub auf der Bobbahn wird im Olympia-Goldcafé kräftig analysiert und gefeiert. Die Enttäuschung der Titelverteidiger aus Rinn, dieses Mal nicht ganz vorne zu stehen, hält sich in Grenzen. Die rechte Gehirnhälfte hat gesagt, ja, das holen wir wieder, natürlich holen wir das. Die linke hat gesagt, nein, lassen wir mal andere gewinnen. Und das war ein bisschen, ich glaube, da darf man nicht zu viel denken, weil sobald man denkt, ist man immer auf der Ideallinie. Und ja, jetzt ist der 11. Platz, wir sind zufrieden. Umso größer die Freude beim diesjährigen Bestzeithalter. Ja, Wahnsinn. Es ist natürlich immer das jährliche Highlight, da dabei zu sein. Und heuer sind wir wieder mit drei Teams gestartet. Wir haben ja letztes Jahr zweiter Platz, haben wir ein bisschen was vorgehabt. Und heuer haben wir natürlich die Kilos gebraucht. Die haben wir mit meinen Kollegen eingefangen. Schwerste Woche, beste Zeit. Und er verrät auch gleich das Erfolgsgeheimnis. Ja, wir waren davor im Flowshows, heißt es, da haben wir ein paar Steaks gelassen. McDonalds, kurz von Auer gekommen, an den Popper, haben wir einen Hamburger gegessen, dann haben wir sie rausgeholt. Das Team von Adi Stasny darf sich über die Höchstgeschwindigkeit freuen und Harald Lederer mit seiner Mannschaft über die Tagesbestzeit. Gefallen hat es aber allen Teams und so mancher hat schon nach dem neuen Termin des Charity Wok Race gefragt.